bis der Schwül. Ja, jetzt wieder alle auf zu Facebook. Hallöchen, Pupüchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Chakalaka. Mein Name ist Tayo Torpedo und es ist mal wieder allerhöchste Zeit für eine neue Episode. Tayo kommentiert Kommentare. Es ist nämlich wieder mal allerhöchste Zeit, den ganzen Trolls und Hatern da draußen die Leviten zu lesen. Es hat jetzt ungefähr, aua, das hat wehgetan. Es hat jetzt ja über ein ganzes Jahr gedauert, damit ich mal wieder genug Stoff für ein eigenes Video diesbezüglich zusammenbekomme, ne? Was ja grundsätzlich was Gutes ist und ich weiß, Hatern sollte man eigentlich keine Plattform bieten, um sich zu verbreiten. Aber da manche Sachen davon derart lustig und einfach nur peinlich für die kommentierenden Personen sind, mach ich's trotzdem. Ja, und deshalb kommentieren wir hier gemeinsam vor Ort, vor Kameraort, ein paar Goldstückchen. Was braucht man dazu? Natürlich einen Lappitoppi. Oh, das leuchtet mich aber schön aus, gell? Moment, so. Na, lieber nicht. Deshalb setzen wir uns hier mal außerhalb des Bildrandes hin, damit wir hier irgendwo in dieser Ecke ein paar Prachtstückchen auch einblenden können. Na, dann legen wir schnurstracks los. Ich kann mit links nicht schnippen. Los geht's. Squinny meint, wenn es nach mir ginge, dürften Homos kein Internet haben. Haha. Na, Squinny, dann dürftest du aber auch nicht ins Internet, oder? The Chamber of Agony meint, hast du die Frisur mit einem Hass, übrigens mit Doppel-S? Hast du die Frisur mit einem Rasenmäher geschnitten mit Doppel-D? Selbstverständlich, freut mich, dass es dir auffällt. Dendul meint, du bist so anstrengend. Danke, ich weiß. Carla Christo meint, schrei nicht so herum, Mensch. Strange Times meint, lösch dich mit Doppelrufzeichen und Deppenapostroph bei lösch. Nö, danke, da schicke ich dich lieber in den Deutschunterricht. Nikolas Wagner, ich hoffe, das ist dein echter Name. Du, Stück, meint, ist der behindert? Zügle deine Wortwahl. Nikolas Wagner, schaut's alle auf Facebook nach, wer das ist. Carlos schreibt, so ein Scheiß. Du? Wahrscheinlich, gell? NL Weißer, Digga, du bist cringe. Ich weiß, ja, ist ja cool. Deni Kahnli ist ein selbstsüchtiges Stück und bezeichnet sich selbst als Müll. Tja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, oder? Farbminer Dude meint oder schreibt oder fragt, keine Ahnung, keine Satzzeichen, ist der Typ auf Droge. Ich kann da guten Stoff besorgen, schreib mir, kriegst einen Sonderpreis. BLVS Lime, Leerzeichen, Schrägstrich, Leerzeichen, BW. Huch, um Himmels Willen, also bei dir möchte ich mich nicht einloggen. Egal, schreibt, meint oder was auch immer, dumm. Ja, dumm, 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 du? Sarah Bindestrich Leerzeichen kleiner Buchstabe Jennifer Leerzeichen Lotta. Huh, schreibt, Dummheit muss wehtun. Der Logik zufolge müsstest du eigentlich schreiend durch die Gegend rennen, wenn du nicht mal einen oder deinen, möglicherweise ist es dein Name, richtig schreiben kannst. Naja, gibt Hilfe dagegen, wahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht. 8 Leerzeichen, Eddie mit 2 Doras und 2 Ys, das sind Buchstaben für dich, nur damit du es weißt, ne? Schreibt KJS, das ist so ein Kinder-Ghetto-Möchte-Gern-Slang für Kill Yourself. Anzeige ist übrigens rausgegangen, gell? Hui, jetzt haben wir ein Goldstückchen unter meinem Dinge, die man in Österreich nicht sagen oder tun darf, Videos. Da brüskieren sich ja viele Österreicher und hier haben wir jetzt ein Goldstückchen davon, glaube ich. Na, schauen wir mal. Fortnite Brain YouTube schreibt, Habara, Labara, Nida, so a Scheiße. Jo, eh ist doch kein Schimpfwort. Hat niemand gesagt, dass es ein Schimpfwort ist, egal. Du Trottel, geh schieße näher, jo, eh hast, jo, eh. Ist das jetzt österreichischer Humor oder hast du gerade einen Schlaganfall? Soll ich dir die Rettung vorbeischicken? Machen wir gern. Die Melanie Meyer, jetzt wieder alle auf zu Facebook, schreibt, das ist voll ekelhaft, die Scheiße ist noch nicht mal ein Eseldurong. Ja, aber was bekommst dann du zum Essen?
jetzt haben wir wieder ein Goldstückchen aus dem Video Dinge, die man in Österreich nicht tun und sagen und lassen darf oder was auch immer, das Matt Anderlein Broätchen mit OE schreibt. Uns Deutsche halten die Österreicher für ignorant und hochnäsig. Schreibt mal beides klein und ganz anders, egal. Regen sich über Kleinigkeiten wie Typen, ach Gott, weiter, das dauert mir zu lang. So ein Mimi. Mimi. MLS Gaming schreibt, beste Schwul. Dimitri Magic, beste Schwul. XMX, du bist gay. YA, bist du ein Gay. Gaydolf Schnippler, gay. Raufbold 85, gay Leute. Hamza Brawl King 2, dir ist klar, dass das für Schwuler ist. Huber Bauer schreibt, was bist du für ein Schwulhund? Was hast du für Schulabschluss gehabt wahrscheinlich? Maurizio Prinz, der Typ ist so warm, der kann mit flacher Hand eine Hose bügeln. Ist ja auch ein Vorteil, oder? Jan Bloch, zu schwul! Free Red Forever hat die Weisheit mit dem Löffel zu sich genommen und hat die Selbsterkenntnis erlangt, indem er schreibt, so eine Scheiße. Pokemongo, ich mein, wie kann man sich so nennen? Egal, schreibt Spacko. Echt, also manche von euch ist wirklich so ein Schaden, das ist unglaublich. Spektator ist wieder einer der Egomanen und schreit über sich selbst, lösch dich, na dann mach's doch. Nicht nur geistig beeinträchtigte Leute ohne Hauptschulabschluss melden sich hier bei meinen Kommentaren, nein, sondern auch selbsternannte Hobbypsychologinnen, wie der, die das Chiquita XL mit wahrscheinlich einem XS-Gehänge, egal. Der, die das Chiquita XL schreibt, die Tätowierung weist auf eine gespaltene Persönlichkeit hin. Da will einer seine andere Identität sichtbar machen. Oh mein Gott, da haben sich wohl ein paar Androgene nicht entscheiden können. Chiquita XL, bitte hinterlass mir deine Telefonnummer und deine Faxnummer. Du hast sicher sogar noch einen Pieper, damit ich mich bei dir melden kann, damit wir das besprechen können. Das wäre fantastisch. Das war ja mal wieder ein Spaß hier, ne? Homo! Ich freue mich natürlich über jedes einzelne Kommentar hier unter meinen Videos, das ist eh klar. Aber wenn so grenzstabile, instabile, labile Personen auftauchen und irgend so einen Käsescheiß von sich geben, brauchen sie ihnen nicht wundern, wenn ich es gleich lösche. Also bitte, was haben wir denn da? Ein paar meiner Zuschauer da draußen haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal und da würde es mich jetzt brennend interessieren, wie ihr mit solchen Kommentaren umgeht. Wenn man jetzt persönlich ein bisschen Probleme damit hat, ist es vermutlich das Klügste, solche Kommentare sofort ungefiltert zu löschen und zack, die Geschichte hat sich erledigt. Ich mache mir immer den Spaß daraus und antworte darauf und provoziere ganz bewusst die kommentierenden Personen. Das macht es nämlich fertig, besonders wenn sie so kleine sind. Ich habe übrigens überhaupt nicht noch erwähnt, dass es sehr hilfreich wäre, meinen Kanal zu unterstützen, dabei die Glocke zu aktivieren und ein Däumchen zu hinterlassen. Aber wir sind noch nicht fertig. Hat jemand da draußen eigentlich auch Lust, dass ich ganz normale Kommentare so beantworte und nicht per Text? Wenn ja, dann unten ins Kommentarfeld rein. Wenn nein, dann unten ins Kommentarfeld rein. Wenn ganz was anderes, dann unten ins Kommentarfeld rein. Und wenn Kommentar, dann in Kommentar. Kommentar. Ich habe einen Schlaganfall, wie es ausschaut. Tschüss.